Am Nationalfeiertag wird traditionell eine Regierungssitzung abgehalten und wir sollten uns, denke ich, auch daran erinnern, dass wir rund um dieses Datum Souveränität und Unabhängigkeit im Jahr 1955 bekräftigt haben und sichergestellt haben, beginnend zunächst und zuvor mit dem Moskauer Memorandum, dann mit dem Staatsvertrag und schlussendlich mit dem Neutralitätsgesetz. Und unser Land hat seither viele Krisen durchlebt und die Bevölkerung hat aber gezeigt, dass sie immer wieder gut gemeistert hat. Daher ist es sehr passend, dass wir heute das Krisensicherheitsgesetz auf den Weg bringen. Und überhaupt haben wir uns heute unterhalten, einerseits um diese Krisenfestigkeit, aber auch um die Zukunftsfähigkeit und über das künftige Arbeitsprogramm der Bundesregierung. Zunächst zum Krisensicherheitsgesetz noch einmal. Dort wird sehr umfassend definiert, welche Krisenfälle es geben kann. Das ist neu. Das erzeugt am Schluss mehr Sicherheit, wenn wir nämlich entsprechend vorbeugen und diese Krisen in ihren vielfältigen Auswirkungen bekämpfen können. Etwa geht es jetzt auch um Umweltkrisen, um Versorgungskrisen, um Gesundheitskrisen, wie wir sie ja eben erst erlebt haben. Also da wird tatsächlich auch in mehr Resilienz, wie wir heute sagen, investiert. Wir haben in der Rückschau tatsächlich jetzt den Jahrestag zu erwarten, der 2. November, der Terroranschlag von Wien, ein fundamentalistisch-islamistischer Terroranschlag, der einzig und allein darauf gerichtet war, unsere Lebensweise, unsere liberale Demokratie zu bekämpfen, zu stören, zu zerstören. Diese Ideologie der Intoleranz, des Hasses, der Gewaltverherrlichung zielt immer darauf ab, am Schluss Menschen zu töten, möglichst viele Menschen zu töten, unschuldige Menschen zu töten. Aber es ist nicht gelungen. Die Menschen in Wien und in Österreich haben sich nicht unterkriegen lassen. Ganz im Gegenteil, in jener Nacht, wir waren ja selber nahe an im Ministerium, quasi festsitzend, aber in jener Nacht haben ganz viele ihre Türen geöffnet für die von Gewalt bedrohten Umherirrenden und damit haben sie auch ihre Herzen geöffnet. Und das macht Österreich auch aus. Dieses Zusammenhalten untereinander, der Respekt füreinander und das Verständnis und ein verständnisvolles Miteinander. Und genau das braucht man natürlich auch in der Pandemie, die beileibe nicht vorbei ist. Aber auch da gilt, dass wir einmal zunächst Danke sagen müssen für die große Bereitschaft des Mitmachens. Entlang der ersten Welle haben wir eigentlich nicht viel gewusst, alle miteinander, und sehr, sehr groß war die Bereitschaft, hier mitzumachen. Ja, und deshalb stellen sich Erschöpfungsmomente ein, das ist völlig klar, manchmal sogar Wut, Resignation, alles das ist aber natürlich nicht gut und sind schlechte Ratgeber, diese Eigenschaften. Und deshalb müssen wir, glaube ich, aufpassen im Sinn dieses Miteinander, dass wir nicht Risse in der Gesellschaft vertiefen und entsprechend wieder uns auf den Zusammenhalt konzentrieren. Dieses Miteinander haben wir aber auch bei Naturkatastrophen erlebt, die ja Österreich und Mitteleuropa jetzt verstärkt auch heimsuchen. Denken wir an die verheerenden Überschwemmungen, an Dürreperioden, ja sogar Tornados sind in Mitteleuropa mittlerweile keine Ausnahme mehr. Und zwar verheerende Naturkatastrophen. Und wir sagen Naturkatastrophen und wollen aber nicht übersehen, dass in Wahrheit hier schon sehr vieles menschengemacht ist. Und wenn richtig ist, dass wir die erste Generation sind, die die Auswirkungen der drohenden Klimakatastrophe spürt, so ist es mindestens so richtig, dass wir wahrscheinlich die Letzte sind, die hier noch etwas dagegen tun kann. Und das adressiert natürlich vor allem die Regierungen und die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger. In allen Ländern der Welt natürlich, aber speziell in Europa und in Österreich. Und ich bin der Meinung, dass wir hier wirklich die Chancen sehen sollten. Wir haben es gehört, jede Krise eine Chance. Und das ist weit mehr als ein Kalenderspruch. Nutzen wir die Chance für unseren Wirtschaftsstandort in Österreich. Was heißt das? Wir können und wollen
zur modernsten und innovativsten und aus diesem Titel heraus auch ökologischsten Volkswirtschaft am Kontinent werden. Das ist sinnvoll, das ist möglich und insofern, glaube ich, geht es jetzt auch ganz stark darum, diese ökologische, soziale Transformation, wo sich so viele Länder in Europa mittlerweile aufmachen, dorthin zu kommen und auch die Europäische Union die entsprechenden Vorgaben hat, wenn wir an das Programm der Kommission denken und an die Ausführungen von der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Das ist die Zukunft, auch wenn vieles schwierig erscheint. Aber so sind wir doch der Meinung, dass wir das Motto Transformation vor Depression wählen sollten. Und in dem Sinne sollten wir unseren Wirtschaftsstandort entsprechend ausbauen für Hunderttausende neue, moderne und in dem Sinn auch zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir haben uns auch vorgenommen, bei der Pflege, der Ausbildung dorthin weiter zu investieren. Da wird es große Schübe geben und ebenso bei der Kinderbetreuung. Also zusammengefasst noch einmal, mehr Zusammenhalt untereinander, Respekt füreinander und ein verständnisvolles Miteinander, das wird es ausmachen. Und in diesem Sinne werden wir auch auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler, alle Kreative zugehen, genauso wie auf Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, der Umweltorganisationen, der Sozialinitiativen und auch der freiwilligen Organisationen. Österreich hat hier sehr viel Bereitschaft in der Gesellschaft, weit mehr als anderswo, und auch das soll am Nationalfeiertag nicht unerwähnt bleiben, dass wir all diesen Initiativen und den Menschen, die dort wirken, danken. Aber wir wollen auch auf sie zugehen, genauso wie auf die Sozialpartner, um diesen modernen, zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich weiter auszubauen. Ja, dafür geht sozusagen unser Tatendrang auf, unser Wille. Zukunft wird auch aus Daten, aus Willenskraft, ja, manche sagen aus Mut gemacht. Und in dem Sinn möchte ich abschließend sagen, lassen Sie uns die Zukunft mutig gestalten. Und ich glaube, es heißt nicht umsonst in unserer Bundeshymne Österreich zukunftsreich. Dankeschön.